Es ist einer der wohl längsten Spieltage in Grunewald. Die Damen des TC 1899 Blau-Weiß verpassen zwar den ersten Heimsieg der Saison, zeigen aber beeindruckende Stärke gegen den amtierenden deutschen Meister vom TC Bredeney. Über 8 Stunden geben die Berlinerinnen alles, spielen enge Matches, können sich am Ende aber leider nicht für ihre Leistung belohnen. Es konnte auch für viel bei uns sein, aber es ist auch gut. 3-6, die sind sehr stark, so ich denke, wir haben alles gegeben und ja, ist okay. Das Team von Alexander Dersch kämpft und fightet, was das Zeug hält. Immer wieder geht es über Einstand, die Spiele lang und mühselig. Einen Matchpunkt sichert sich die Tschechin Miriam Kolodziova gegen Mara Gut. Ansonsten bleibt das Tiebreak-Glück auf Seiten der Gäste. Andrea Maria Roska kämpft sich nach Satzrückstand zurück, muss sich dann aber gegen Katharina Hopgarski knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben. Und auch das Top-Match geht an den TC Bredeney. Tatjana Maria schlägt Irina Fetekaut glatt. Nach der Niederlage zum Saisonauftakt am Freitag sind die Damen aus Essen wieder zurück auf der Erfolgsspur. Es war wirklich kein guter Tag für uns am Freitag, aber ich denke, wir sind heute stark hier angekommen und waren wirklich mental alle vorbereitet und haben wirklich gekämpft in jedem Match und das ist gut. Aber die Berlinerinnen geben nicht auf. 5 Einzel sind gespielt, das letzte soll zum Marathon-Match werden. 2,5 Stunden kämpfen Susanne Bandecci und Anouk Kövermans um jeden Punkt. Denn immerhin geht es hier auch um den Spieltagssieg. Bandecci hat schon Matchbälle, da kämpft Kövermann sich wieder zurück und entscheidet nach dem Tiebreak auch den Match-Tiebreak für sich. Ich bin traurig, klar, es war gar nicht einfach, aber ich habe gekämpft, ich bin zufrieden und dann haben wir den Doppel gewonnen, so es war ein guter Tag. Durch das 5:1 nach den Einzeln gehen die 2 Tabellenpunkte sicher nach Essen. Und trotzdem lassen sich die Berlinerinnen in den Doppeln nicht unterkriegen. Zuerst gibt es einen Zweisatzerfolg von Miriam Kolodziova und Andrea Amalia Roska. Und dann klappt's auch endlich mit dem Match-Tiebreak bei Susanne Bandecci und Angela Fita Boluda. 7-5, 3-6, 10-5 der Endstand gegen Irina Barra und Kimberley Zimmermann. Zollt größten Respekt, weil ich denke, nach 1-5 dann nochmal so viel Motivation aufzubringen und so eine Leistung abzurufen, spricht natürlich für die Moral der Truppe und bin super stolz auf die Mädels. Blau-Weiß trotz Ausfall von Topspielerin Anke Alexia Todoni mit einer starken mentalen Leistung gegen Bredeney. Das gibt Hoffnung für die nächsten Spiele. Ja, wir bleiben dran. Wir bleiben gefährlich. Wir haben einen guten Kader. Und mit uns ist weiterhin zu rechnen, auch wenn wir jetzt unten stehen. Aber wir sind positiv. Jetzt ist erstmal Regeneration angesagt, bevor es in knapp 10 Tagen gegen den Club an der Alster weitergeht. Mentale Stärke haben die Berlinerinnen schon bewiesen. Die Chancen für den ersten Heimsieg stehen also gut, vielleicht auch in unter 8 Stunden.